Ich bin gerade mit dem Sonderzug gegen den G20-Gipfel von Dortmund aus hier in Hamburg angekommen. Die Stimmung war ausgelassen, natürlich in der Nacht ein bisschen müde, aber sehr kämpferisch. Wir sind jetzt hier am Gleis angekommen. Im Prinzip ist es so, wie wir es erwartet haben. Erstmal werden wir hier festgehalten. Im Prinzip setzt sich wahrscheinlich das fort, was es an Grundrechtseinschränkungen und Aushebelungen in den letzten Tagen schon gegeben hat. Wir werden trotzdem hier auf die Straße gehen, uns von der Kriminalisierung und der Repression nicht einschüchtern lassen und solidarisch und kollektiv handeln und unser Recht auf Demonstrationsfreiheit wahrnehmen. Wir hoffen, dass es zu keinen Eskalationen von Seiten der Polizei kommt. Die Medienhetze kann uns nicht einschüchtern und ich glaube, wir werden hier kämpferische, aber auch schöne Tage haben. Und ich freue mich darauf, hier mit einer internationalen antikapitalistischen Bewegung auf die Straße zu gehen.